herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich ein sehr großer Nintendo-Fan und deshalb möchte ich euch heute einfach mal meine 3DS- und DS-Spiele vorstellen. Und das sind schon einige, das heißt, es wird ein etwas längeres Video, aber das macht ja nichts. Ich habe auch übrigens schon mal eine Top-Liste gemacht mit meinen Top 10 Nintendo 3DS-Spielen und falls euch das interessiert, könnt ihr euch das ja auch mal anschauen. Ja, und wir fangen an mit Luigi's Mansion 2 und ich würde eigentlich behaupten, das ist sogar mein Lieblings-Nintendo-Spiel. Ja, denn es ist einfach mega cool. Eigentlich wollte ich das Spiel ja gar nicht so unbedingt haben, aber dann haben es mir meine Eltern zum Geburtstag geschenkt und dann war ich doch sehr froh, dass ich es bekommen habe, denn es ist einfach nur ein mega geiles Spiel. Man spielt halt einfach Luigi und jagt Geister durch verschiedene Villen. Und das Spiel ist wirklich sehr kreativ gestaltet, also die Villen sind wirklich alle unglaublich toll und es gibt auch ganz viele Secrets, also man kann sehr viel entdecken und man muss auch immer so ein paar Rätselchen lösen. Ja, das kann ich eigentlich jetzt gar nicht so gut erklären, ich glaube dafür muss man das Spiel einfach spielen, man jagt einfach Geister und ja, erkundet diese ganzen Welten und muss da halt eben auch mal ein bisschen sein Hirn einschalten, um weiterzukommen. Ja, also ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist unglaublich toll. Genau, und dann machen wir weiter mit Rhythm Thief und der Schatz des Kaisers. Das ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Das ist aber leider ziemlich unbekannt. Ja, das ist quasi so ein Rhythmusspiel. Also, ja, man braucht ein bisschen Rhythmus, um das Spiel zu spielen. Und man spielt hier quasi einen Dieb, der heißt Raphael. Ja, und der klaut einfach Kunstgegenstände und Bilder und Zeug. Ja, und den Grund dafür erfährt man erst später. Genau. Und man musste halt eben so verschiedene Spiele machen, bei denen man ein bisschen Rhythmus braucht. Zum Beispiel muss man ein bisschen tanzen, man muss sehr viel kämpfen, man muss alles Mögliche machen. Und es ist aber auch so ein bisschen Professor Layton, würde ich jetzt mal behaupten. Denn man rennt halt da auch durch die Stadt und redet mit Leuten. Und, also, das spielt in Paris, wie man im Eiffelturm schon erkennen kann. Ja, genau. Und redet mit Leuten. Und muss eben auch so ein paar Rätselchen lösen. Ich liebe dieses Spiel total. Die Story ist ziemlich cool. Und was ich auch toll finde, sind diese Anime-Cutscenes. Und ich wünsche mir echt, dass es ein Anime davon gibt. Und natürlich auch eine Fortsetzung. Würde ich mir auch wünschen. Ja. Dann als nächstes haben wir Pokémon Alpha Saphir. Das ist bisher mein Lieblings-Pokémon-Spiel und es war auch mein erstes, also zumindest das erste von der Hauptreihe. Ja, ich denke, zu Pokémon muss ich jetzt nicht viel erklären. Naja, man erkundet die Welt und fängt sich Pokémon und kämpft mit denen und ja, ich denke, Pokémon kennen die meisten. Es ist einfach Kult und Alpha Saphir ist eben das Remake zur dritten Generation. Ja, und ich habe einfach hier die Version Alpha Saphir, die andere Version Omega Rubin habe ich nicht. Aber brauche ich jetzt eigentlich auch nicht und Alpha Saphir fand ich einfach sehr, sehr cool. Dann als nächstes haben wir Fire Emblem Fates Vermächtnis. Ja, das ist der neueste Teil der Reihe Fire Emblem und Fire Emblem ist eben so eine Kampfstrategiespielreihe, auch mit sehr viel Fantasy. Ja, und da ist man halt einfach der Taktiker einer Armee quasi und muss dann auf dem Schlachtfeld immer entscheiden, wer greift wen an und wer macht jetzt da was genau. Und da gibt es halt eben ganz viele Sachen, die man beachten muss. Aber es ist jetzt trotzdem nicht überkrass schwer, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest wenn man die Schwierigkeitsstufe jetzt nicht gerade auf schwer gestellt hat. Ja, und bei dem neuesten Ableger der Reihe ist es halt so, dass es zwei Versionen gibt, nämlich Vermächtnis und Herrschaft. Und ich habe aus mehreren Gründen Vermächtnis genommen, aber die zähle ich jetzt nicht alle auf. So viel Zeit haben wir nämlich nicht. Ja, und ich habe zwar noch nicht so viele Teile der Reihe gespielt, aber bisher gefällt mir das vom Gameplay her am besten. Und die Story finde ich auch sehr cool. Also ich suchte dieses Spiel gerade zur Zeit. Ich spiele es sehr, sehr oft. Und ja, ich kaufe mir dann vielleicht sogar auch noch die anderen Versionen, also Herrschaft und vielleicht auch noch Offenbarung, denn es ist halt
da nicht so wie bei Pokémon, dass da einfach nur so ein paar Sachen unterschiedlich sind, sondern die Story verläuft eigentlich ziemlich anders, man hat andere Charaktere und alles ist, ja, ziemlich anders. Genau, und dann habe ich davon auch noch den Vorgänger, nämlich Fire Emblem Awakening, auch für Nintendo 3DS. Ja, und davon gibt es halt nur eine Version, das ist die hier. Und ja, genau. Hier finde ich allerdings die Charaktere besser als bei Fire Emblem Fates, das muss ich schon so sagen. Ja, und die Story ist natürlich auch hier ziemlich cool, aber vom Gameplay her finde ich Fates doch besser. Ja, und ich würde auch sagen, zumindest bei Vermächtnis ist es mehr so japanisches Mittelalter und hier bei den vorherigen Spielen ist es halt mehr so westliches Mittelalter, also das normale halt, wie wir es kennen, und auch bei Herrschaft, so wie ich das gesehen habe, und das war auch ein Grund dafür, warum ich mir Vermächtnis gekauft habe, weil ich japanisches Mittelalter und so einfach irgendwie viel cooler finde. Und ich muss mich anders hinsetzen, es wird langsam unbequem. Ja, jetzt schon. Gut, dann das nächste Spiel. Animal Crossing New Leaf. Das war nicht in der Top-Liste, aber es wäre auch drin gewesen. Aber damals hatte ich das Spiel noch nicht, denn ich habe dieses Spiel hier einfach mal für 15 Euro auf dem Bazar gesehen. Und ich wollte es ja sowieso mal anfangen. Und ja, dort ist man einfach der Bürgermeister von seiner Stadt und hat da eben ganz viel Sachen zu tun. Man muss sich um die Bewohner kümmern und alles Mögliche machen. Am Anfang fand ich das ein bisschen langweilig, aber mit der Zeit wurde es doch ziemlich interessant und dann habe ich es eigentlich sogar fast jeden Tag gespielt. Mittlerweile aber nicht mehr so, weil ich gerade Fire Emblem Fates suchte. Aber Animal Crossing New Leaf ist wirklich sehr cool und kann ich nur empfehlen. Das ist halt mehr so ein bisschen ein ruhigeres Spiel. Ja, dann haben wir eins der ersten Nintendo 3DS-Spiele, die rausgekommen sind. Mario Kart 7. Ja, ist auch das einzige Mario Kart-Spiel, das ich habe, aber das habe ich halt in dem Elektro-Shop mal so als Demo gespielt, denn da standen immer so diese Nintendo 3DS rum, als es neu rausgekommen war. Und dann musste ich dieses Spiel unbedingt haben und ich finde es einfach ziemlich cool. Eigentlich bin ich gar nicht so dieser Fan von irgendwelchen Autorennen, aber hier sind die Strecken einfach alle mega kreativ und ja, es macht einfach sehr viel Spaß. Ja, und dann haben wir hier auch noch ein paar Lego-Spiele. Wir fangen mal an mit Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Habe ich in Italien gekauft, deshalb ist da hinten alles auf Italienisch. Denn in Italien, ja, man sieht es, es ist ein 3DS-Spiel und hat 15 Euro gekostet und das ist wirklich nicht viel. Ja, und ich liebe Lego-Spiele. Mein erstes Lego-Spiel war Lego Flucht der Karibik, das werdet ihr später noch sehen. Genau, und da ich Harry Potter ja auch mag, dachte ich mir, kann ich das Spiel ja auch kaufen. Und es ist ziemlich cool. Also, ja, bei den Lego-Spielen, da rennt man halt einfach in dieser Lego-Welt herum und spielt quasi den Film nochmal nach. Allerdings sind halt immer viele Dinge anders. Man muss auch so ein paar Sachen, also so ein paar Rätsel immer lösen. Und sowas würde ich es jetzt mal so beschreiben. Genau, und eben ganz viele Sachen zusammenbauen. Es ist ja Lego. Und was mir auch immer gefällt, sind diese Cutscenes, in denen halt der Film quasi so ein bisschen nachgestellt wird mit Lego-Figuren, was aber immer sehr lustig ist. Ja, allerdings komme ich bei diesem Lego Harry Potter gerade nicht mehr weiter, was sehr schade ist, aber ich glaube, irgendwann schaffe ich das auch noch. Und ja, noch ein Lego-Spiel, das ich habe, ist Lego Herr der Ringe. Das habe ich auch mal für 8 Euro oder so gebraucht gefunden und dann dachte ich mir, das muss ich auch mitnehmen. Ich bin jetzt zwar nicht so der überkrasse Herr der Ringe-Fan, ich finde es ganz gut, aber ich bin jetzt nicht so krass gehypt davon. Aber ich finde es trotzdem ganz gut und es ist ein Lego-Spiel. Deshalb dachte ich mir, es ist cool. Allerdings habe ich damit noch gar nicht so wirklich angefangen. So ein bisschen habe ich angefangen, aber ich bin nicht sonderlich weit gekommen, denn dann bin ich gleich schon mal nicht mehr weitergekommen. Naja, muss ich halt mal im Internet gucken, wie das denn jetzt weitergeht. Genau. Oh, Mann, ich finde echt keine bequeme Position, um mich hinzusetzen. Das nächste Spiel ist Tomodachi Life. Ja, davon habe ich in der Werbung irgendwann mal gehört. Und dann habe ich mir auch ein Let's Play dazu angeguckt und dann musste ich es haben. Bei Tomodachi Life hat man quasi so seine eigene Insel und man kann dort die Bewohner alle selbst erstellen. Also man kann sich die bei dem Memaker alle machen oder auch mit QR-Code irgendwelche runterladen.
Genau, und dann kann man da einfach alle möglichen Leute einziehen lassen. Man kann deren Charakter und alles bestimmen und so. Die können auch auf Deutsch sprechen, was ich ziemlich cool finde. Genau. Und da passieren dann einfach ganz viele verrückte Sachen auf dieser Insel. Man kann dann eben ganz viel machen. Einkaufen, einrichten, den Leuten was zum Anziehen geben, Konzerte spielen, sich um die Bewohner kümmern. Alles Mögliche. Ist ziemlich verrückt und es passieren wirklich krasse Sachen auf der Insel. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Allerdings irgendwann wird es auch mal so ein bisschen langweilig und deshalb habe ich es jetzt auch schon länger nicht mehr wirklich gespielt. Ja, dann das nächste Spiel ist Fantasy Life. Ja, davon habe ich auch irgendwann mal in der Werbung gehört und mir ein Let's Play dazu angeguckt. Also so ein paar Parts von dem Let's Play halt. Naja, und also ich fand es eigentlich ganz okay, aber also als ich das Let's Play geguckt habe, fand ich es noch so, ja, ganz nett, aber ich brauchte es halt nicht jetzt unbedingt. Aber dann haben sie meine Eltern doch so irgendwas geschenkt, ich glaube Geburtstag oder so. Und dann darüber bin ich aber doch ziemlich froh, dass sie mir das geschenkt haben, denn Fantasy Life ist doch ein ziemlich cooles Spiel. Es ist halt einfach so ein, ja, ganz normales Fantasy-RPG, in dem kann man ganz verschiedene Berufe annehmen und dann halt eben ganz viele Quests erledigen, eine Story gibt's auch, Monster erledigen, Handwerksberufe ausüben, alles Mögliche halt. Genau. Und die Story ist halt leider sehr vorhersehbar und das Gameplay ist auch ziemlich einfach gestrickt. Aber ich finde, es ist trotzdem ein sehr niedliches und schönes Spiel und es macht einfach Spaß. Und es gibt einfach immer so viel, was man machen muss. Wenn man sich jetzt denkt, so, gleich höre ich auf, dann denkt man sich wieder, oh nee, ich wollte ja noch diese Quest machen und diese Quest. Und dann geht's immer so weiter. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt schon 10 Minuten, ach du Scheiße. Sorry, ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. Dann haben wir Mickey Epic Macht der Fantasie. Das ist quasi einfach nur so ein Disney Jump'n'Run Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Man rennt halt einfach als Mickey durch ziemlich kreative Disney-Welten und trifft dann auch Charaktere und muss halt eben alles vor dem Bösen bewahren und so. Ja, das Doofe ist halt nur, ich bin nicht sonderlich gut in Jump'n'Run Spielen und deshalb bin ich da nicht so wirklich weit gekommen. Aber irgendwann kriege ich das Spiel auch noch weiter, hoffe ich zumindest. Aber es ist ein gutes Spiel. Dann Nintendogs plus Cats. Das war, also die Golden Retriever Version, das war mein allererstes Nintendo 3DS Spiel. Das wollte ich nämlich auch unbedingt haben. Ja, und ich bin jetzt auch gar nicht so der überkrasse Hundefan. Also ich mag Hunde schon, aber Katzen halt lieber. Und ja, hier sind natürlich auch Katzen dabei, was ich natürlich sehr cool finde. Und man kümmert sich hier einfach um die Hunde und um die Katzen. Ja, und das Coole daran ist halt einfach, dass es 3D ist und man kann da schon einiges machen. Allerdings wird das auch mit der Zeit so ein bisschen langweilig. Aber naja, wer sich gerne um irgendwelche Tiere kümmert, der ist da gut aufgehoben. Dann haben wir noch ein Disney-Spiel und zwar Disney Magical World. Ja, da rennt man einfach auf dem Disneyland-Gelände rum und macht auch, erlegt halt auch Quests für die Bewohner, man trifft auf Disney-Charaktere. Und man rennt auch als Geisterjäger herum, also man kann da auch Quests annehmen, in denen man irgendwelche Geister besiegen muss. Ja, was ich auch ziemlich cool finde. Es ist halt aber doch eher für Kinder gemacht und wird mit der Zeit auch ein bisschen langweilig, würde ich jetzt mal sagen. Aber so ist es eigentlich ganz cool. Für Disney-Fans ist es was, aber man sollte jetzt halt kein überkrasses, spannendes Spiel erwarten. Dann haben wir New Style Boutique. Ja, ich habe den Vorgänger davon geliebt, den habe ich auch, den werde ich später noch sehen. Genau, dann musste ich mir natürlich auch gleich den Nachfolger kaufen. Das ist aber halt auch schon länger her, da war ich noch etwas jünger. Ja, und New Style Boutique, ja, man hat da einfach eine eigene Modeboutique und da kommen Kunden rein und die muss man dann eben bedienen und Outfits raussuchen, die zu ihrem Stil passen und auf Sonderwünsche eingehen und so. Und an Fashion Contest nimmt man auch teil und das finde ich schon immer ziemlich cool. Ja, wird halt auch, wenn man alles erreicht hat, eigentlich schon ziemlich langweilig. Und das Krasse ist, eigentlich gefällt mir das Spiel ziemlich gut, obwohl ich mich überhaupt nicht für Mode interessiere. Aber ja. Genau, das war's dann eigentlich auch schon mit den 3DS-Spielen. Und dann geht's weiter mit den, naja, restlichen. Und als erstes haben wir da Professor Layton und die verlorene Zukunft.
Mit Professor Layton habe ich auch erst vor kurzem angefangen. Das habe ich nämlich auch auf dem Kinderbazar gesehen, für 8 Euro oder so. Und ich hätte es fast nicht gekauft, aber ich bin so froh, dass ich mich dann doch dafür entschieden habe. Denn es ist wirklich sehr, sehr cool. Diese Rätsel machen Spaß, also man, ja, es gibt halt eine Story und man rennt dahin durch die Stadt und redet mit Leuten und man löst eben ganz viele Rätsel. Ja, und man fühlt sich immer voll schlau, wenn man die Rätsel gelöst hat und voll dumm, wenn man es nicht schafft. Ja, und ich finde das Spiel einfach ziemlich cool. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich bin gerade dabei und ja, es ist wirklich ein cooles Spiel mit coolen Rätseln. Dann das nächste Spiel ist Fire Emblem Shadow Dragon. Das ist dann auch das letzte Fire Emblem Spiel, das ich habe. Das habe ich nämlich in unserem letzten Italienurlaub gekauft. 15 Euro ist eigentlich noch ganz okay, weil ich irgendwie auch noch nie ein anderes Fire Emblem Spiel gesehen habe. Und ich habe es auch nur mal kurz angefangen, also noch nicht so wirklich weit gespielt. Und ja, aber ich glaube, es ist auch ziemlich cool, denn es ist Fire Emblem. Genau, und wir werden dann noch sehen, ob es besser wird. Also, ja gut, was heißt besser? Es ist natürlich sehr cool und ich glaube auch, dass es so cool bleibt oder auch noch cooler wird. Als nächstes haben wir New Super Mario Bros. Ich denke, das haben ziemlich viele und irgendwie klackert da drin irgendwas, was auch immer das ist. Ja, das Spiel hat mir meine Freundin geschenkt, weil sie es nicht mehr brauchte. Sie hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Genau, und es ist halt einfach ein ganz normales Mario Jump'n'Run, in dem man Prinzessin Peach retten muss und so. Allerdings, wie schon gesagt, bin ich halt nicht so krass gut in Jump'n'Run-Spielen. Ja, deshalb habe ich da eigentlich nicht wirklich viel geschafft. Allerdings hat mein Papa ziemlich viel Freude daran, denn er hat das Spiel schon komplett durchgespielt und spielt es jetzt ein zweites Mal durch. Genau, aber ich bin eigentlich mehr an diesen Minispielen interessiert denn am Mehrspielermodus. Denn die Minispiele machen so mega Spaß und der Mehrspielermodus ist auch immer ziemlich cool. Oh, ich muss mich doch mal anders hinsetzen. Gott. Das nächste Spiel ist das, was ich vorher schon mal angesprochen habe, nämlich Fluch der Karibik. Ja, das Lego-Spiel. Ja, auch hier spielt man wieder die Filme, also alle 4 Filme in Lego-Form durch und es ist auch bisher mein liebstes Lego-Spiel. Das habe ich auch als einziges von den Lego-Spielen komplett durch. Ja, und ich liebe einfach Fluch der Karibik, deshalb musste ich das Spiel unbedingt haben. Ich war auch damals voll im Fluch der Karibik-Fieber, als ich mir das gekauft habe. Und ich bin sehr froh. Das Blöde ist nur, ich finde das Spiel zurzeit irgendwie nicht. Weil ich glaube, das hat mein Papa verschlammt. Naja, aber ich hoffe, ich finde es irgendwann mal wieder. Wäre schon cool. Ja, ist auf jeden Fall auch ein cooles Spiel. Dann haben wir Pokémon Diamant Edition. Es hat auch nur 8 Euro gekostet auf dem Flohmarkt, was ich ziemlich krass finde, denn Pokémon-Spiele sind normalerweise auch gebraucht, immer sehr teuer. Aber das hier hat nur 8 Euro gekostet und da musste ich es natürlich mitnehmen. Ich habe es auch schon durchgespielt und ja, Pokémon Diamant ist auch ziemlich cool und ich glaube, dazu muss ich jetzt auch nicht mehr viel sagen. Es ist halt einfach Pokémon und das ist immer cool. Genau, und dann das letzte Lego-Spiel, nämlich Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Allerdings, ja, muss ich sagen, fand ich das nicht so gut wie die anderen, denn hier ist halt eben nicht dieses typische Lego-Spiel-Prinzip, sondern es ist noch mehr so mit Touchscreen-Sachen, also so mit dem Stift muss man halt da ganz viel machen. Ja, und da finde ich das andere Spielprinzip schon irgendwie viel cooler. Aber naja, es ist jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber auch hier komme ich leider nicht mehr weiter. Naja, aber das werden wir dann schon irgendwann mal schaffen. Ja, dann das nächste Spiel ist hier Nintendo Style Boutique. Das ist der erste Teil. Es ist auch jetzt wieder ein neuer Teil rausgekommen, aber den kaufe ich mir, glaube ich, nicht. Eigentlich ganz sicher nicht. Ja, und das habe ich als Kind sehr geliebt. Das habe ich auch oft mit meinen Freundinnen so in diesem Mehrspielermodus gespielt, wo man so Fashion-Shows abhalten kann. Ja, das ist halt eigentlich wie der andere Teil, den ich euch beschrieben habe. Nur konnte man bei dem zweiten Teil halt auch noch viel mehr machen, deshalb mag ich den zweiten Teil auch mehr. Ja, und man konnte im zweiten Teil auch übrigens zum ersten Mal Jungs und Männer bedienen und nicht nur Frauen. Finde ich auch eine coole Idee. Das nächste Spiel ist noch ein Modespiel, nämlich Sophies Freunde Modeakademie. Ja, jetzt kommen diese ganzen Mädchenspiele. Sorry dafür, aber sowas habe ich halt früher gerne gespielt. Genau, und da
Ja, da ist es, glaube ich, auch so ein bisschen wie in einem echten Job, würde ich jetzt mal sagen. Man muss halt immer zur Chefin gehen und die sagt einem, die gibt einem dann eine nächste Aufgabe und man steigt halt dann immer weiter auf in dieser Firma und alles Mögliche. Man muss halt da eigentlich auch verschiedene Sachen machen, was ich cool finde. Manchmal muss man halt irgendwelche Kleider designen, dann muss man Models schminken, man muss sie dann auf den Laufsteg schicken und Fotoshootings machen und alles Mögliche. Macht auch ziemlich viel Spaß, habe ich auch schon mal durchgespielt. Genau, und was ich aber am coolsten daran fand, ist, man hat da ein Handy und da ist, also in dem Spiel hat man ein Handy und da ist wirklich echte Musik drauf. Also jetzt nicht nur so Instrumentalzeug, sondern wirklich bekanntere Songs auch mit Gesang. Und das finde ich voll cool, denn das habe ich so wirklich noch nie in einem Spiel gesehen, dass man halt so wirklich bekannte, originale Musik drin hat. Da ist zum Beispiel sowas drin wie Pretty Woman oder Heart of Glass oder es sind halt ältere Lieder, aber ich fand das immer sehr cool und habe da auch immer sehr viel diese Musik angehört. Genau, das nächste Spiel ist 50 Denk- und Logikspiele. Und jetzt denkt ihr euch, oh mein Gott, das ist langweilig, aber ist es eigentlich gar nicht. Denn da kann man halt so die klassischen Spiele spielen wie Schach oder Dame oder Palmer oder was man auch immer spielen möchte, auch Kartenspiele und auch so ganz viele Puzzlespiele. Und das finde ich aber eigentlich schon ziemlich cool. Also halt so alle bekannten Spiele kann man da spielen, alleine, gegen den Computer halt oder zu zweit. Ja, und das macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist halt nur so ein Gelegenheitsspiel, aber es macht wirklich viel Spaß, muss ich schon sagen. Spiele ich immer wieder mal gerne. Dann haben wir noch ein Sophies-Freunde-Spiel und zwar Modern Dancer. Das finde ich auch ziemlich cool. Und ja, da trippt man halt in verschiedenen Leveln gegen so verschiedene Tanzgegner an und ja, man macht halt auch wieder so diese klassischen Rhythmusspiel-Dinger. Und das Tanzsystem gefällt mir eigentlich ganz gut. Es macht sehr viel Spaß. Musik ist auch schön und auch die Gegner finde ich sehr kreativ gemacht. Also die Charaktere gefallen mir auch. Ja, also wer tanzen mag, den kann ich das Spiel auch nur empfehlen. Das nächste Spiel heißt I Wanna Be a Popstar. Ja, ich wollte früher unbedingt Sängerin werden. Naja, nur leider gibt es in dem Spiel keine Sängerin, aber ja, man ist halt da quasi Mitglied in einer Band und muss dann eben verschiedene Konzerte, ja, geben. Und da spielt man dann auch die ganzen verschiedenen Instrumente, nämlich Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und man tanzt auch noch. Das mit dem Tanzen fand ich etwas unnötig, aber naja. Auf jeden Fall macht dieses ganze Spielsystem auch ziemlich viel Spaß, aber bis auf dieses Instrumente-Spielen alles kann man da eigentlich nicht sonderlich viel machen. Es gibt halt so noch so eine kleine Story, aber ja. Das nächste Spiel heißt Hotel Zack und Cody, Kreis der Spione. Ich habe diese Serie als Kind schon des Öfteren gerne mal geguckt und deshalb habe ich auch dieses Spiel hier. Und es ist ja auch wieder so ein Jump'n'Run-Spiel. Aber halt, also in diesem Hotel quasi. Und es ist schon ziemlich cool. Vor allem, was halt hier anders ist, man hat diese beiden Zwillinge und man muss mit beiden von denen durch dieses Jump'n'Run kommen. Und jeder von denen hat halt andere Fähigkeiten und der eine kann bei diesem Dings durch und der andere da aber nicht. Und der fällt woanders. Und das ist schon ziemlich interessant. Allerdings komme ich auch hier nicht mehr weiter. Aber es ist eigentlich kein schlechtes Spiel, zumindest halt, wenn man Fan der Serie ist. Das nächste Spiel heißt Girls Life, Schmuck und Design. Ja, diese ganzen Mädchenspiele. Ja, hier ist man einfach eine Schmuckdesignerin, die halt auch wieder auf die Wünsche der Kunden eingehen muss und alles Mögliche halt. Ist eigentlich auch ganz nett, ist jetzt aber nicht überkrass. Es ist halt so ein bisschen wie Style Boutique, aber mit Schmuck. Naja, wem sowas gefällt. Das nächste Spiel ist Hannah Montana Music Jam. Ich war ja früher ein überkrasser Hannah Montana Fan und ich hatte auch noch ein anderes Spiel, aber das habe ich schon verkauft, weil ich das eh nicht mehr spiele. Ja, und das hier, das finde ich aber schon ziemlich cool, denn hier hat man halt auch, man rennt durch diese Stadt und hat verschiedene Quests zu erledigen und man muss hier halt gucken, dass man dieses ganze Superstar-Zeug, die Termine und halt auch die Freunde und die Schulen alles unter einen Hut bringt. Und das ist aber echt ein gutes Spiel, muss ich sagen. Es macht sehr viel Spaß. Und was auch ein zentraler Teil des Spiels ist, ist dieser Videowettbewerb. Da kann man nämlich aus diesen ganzen Szenen alles, also man kann da quasi selber Videos zusammenbasteln, so Musikvideos,
Was ich auch eine coole Idee finde und das macht auch ziemlich viel Spaß. Ja, und die Minispiele in dem Spiel machen auch sehr viel Spaß. Ups, sorry. Nochmal anders hinsetzen und Gott, das dauert schon so lange. Dann haben wir Nintendogs, Dachshund und Friends. Das ist halt der Vorgänger von dem, was ich euch vorher gezeigt habe. Leider ohne Katzen. Ja, und das, ja, man kann halt da nicht so viel machen, aber ist auch ziemlich cool. Ist halt ein gutes Spiel für Hundefreunde. Macht auch Spaß. Dann Know-How der Zauberkunst. Das war auch eins meiner ersten Spiele. Da kann man halt auch so ein paar, ja, man kann sich Zaubertricks zeigen lassen, bei die dann nicht verraten werden, wie die gehen. Und man kann da halt auch so ein paar Minispiele machen. Und das Coolste, man kann da quasi so wirklich eigene Zaubertricks erlernen mit dem Nintendo 3DS-System und die dann anderen Leuten vorführen. Und die sind eigentlich echt gar nicht schlecht. Ja, also das Spiel ist auf jeden Fall was für Leute, die gerne Zaubertricks vorführen. Und da sind auch coole Karten dabei, aber das Deck habe ich gerade nicht da. Dann haben wir die Zauberer von Waverly Place, wieder mal so ein Zauberspiel, aber halt was anderes. Denn die Serie habe ich als Kind auch sehr gerne gemocht. Ja, und da spielt man halt einfach in dieser, ja, Welt von den Zauberer von Waverly Place und muss halt dann auch wieder durch die ganzen Locations rennen und Quests erledigen und Minispiele machen, das Übliche. Und das ist auch ein ziemlich gutes Spiel. Man kann hier natürlich auch zaubern. Auch für Fans der Serie auf jeden Fall was. Ja, dann haben wir mein erstes Katzenbaby. Ja, jetzt kommt der Katzenfan in mir raus. Das ist eigentlich ein ganz gutes Spiel, allerdings ist es jetzt auch nicht überkrass. Also naja, mir gefallen da die Minispiele sehr gut, aber ansonsten bietet das jetzt nichts überkrass Besonderes eigentlich. Dann haben wir Horse Life, Freunde für immer, ist halt ein Pferdespiel. Ein ziemlich klassisches, man kümmert sich halt um sein Pferd und geht mit ihm auf so Wettbewerbe. Und naja, war eigentlich auch ganz nett, allerdings ist auch nicht überkrass besonders. Aber eigentlich war es doch ziemlich gut. Und das Coole ist, später, nachdem man das Spiel einmal durchgespielt hat, kann man zum Beispiel auch ein Einhorn nehmen im nächsten Spiel. Also für Pferdefans ist es was, ansonsten eher nicht. Dann haben wir Abenteuer auf der Delfininsel. Hui! Ja, ja, hier ist man einfach. Ja, hier arbeitet man einfach in so einem Meerestierpark und kümmert sich um Delfine und auch um andere Meerestiere, so wie Pinguine und Orcas und Schildkröten und alles Mögliche. Ja, und man muss halt auch mit den Delfinen so ein bisschen Wettbewerbe machen und man hat auch so eine kleine Story. Und naja, da bin ich jetzt noch nicht so krass weit gekommen, denn ich komme bei der blöden Delfinschau nicht weiter. Aber naja, so ist es eigentlich ein ganz nettes Spiel, jetzt aber auch nichts überkrass Besonderes. Dann haben wir da Hunde und Katzen Best Friends. Ja, das hier kann man halt einfach sich einen Hund oder eine Katze aussuchen und um die kümmert man sich dann einfach ganz klassisch. Ist jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Naja, dann haben wir hier Abenteuer auf dem Reiterhof, wieder sind im Tal. Das fand ich sehr cool. Das habe ich als Kind so geliebt, ich habe das gesuchtet. Und ich finde auch, das ist das beste Pferdespiel, das ich bisher hatte. Ja, aber es ist halt eigentlich doch ganz klassisch. Man muss sich um Pferde kümmern und um Fohlen. Und man kann mit denen Wettbewerbe machen und... Naja, mir ist leider gerade der Platz auf der Speicherkarte ausgegangen, aber naja, gut. Also, ich weiß jetzt auch leider nicht mehr genau, was ich da gesagt habe, aber ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel für Pferdefans. Heute spiele ich es zwar nicht mehr, aber früher hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich habe es sehr geliebt. Dann das nächste Spiel ist Baby-Wildkatzen und hier kümmert man sich halt einfach um ja, Baby-Wildkatzen, sowie kleine Löwen oder so. Und es hat auf jeden Fall auch eine Weile sehr viel Spaß gemacht. Allerdings finde ich das hier schon etwas seltsam mit dem Spiel, denn man behandelt diese Baby-Wildkatzen eigentlich genau wie Menschenbabys. Also das finde ich dann schon irgendwie leicht seltsam. Also man zieht denen was an, man putzt denen die Zähne und ach Gott. Und dann legt die einfach ins Bett schlafen. Und dann denke ich mir schon so, das vermittelt doch ein bisschen ein falsches Bild.
Also es ist ein seltsames Spiel, aber es macht schon irgendwie auch Spaß. Dann haben wir meine Tierpension 2. Das ist wohl das langweiligste Spiel, das ich habe, aber ich habe es trotzdem sehr, sehr viel gespielt. Man hat ja einfach eine Tierpension und nimmt verschiedene Tiere auf und kümmert sich halt um die, während die Besitzer im Urlaub sind. Ja, es ist jetzt nicht überkrass, es ist halt leider ein etwas älteres Spiel, das auch jetzt nicht sehr spannend ist, aber irgendwie habe ich es früher doch sehr, sehr viel gespielt. Ich hatte auch mal den Vorgänger, meine Tierpension, und der war richtig langweilig. Da war der hier noch richtig spannend dagegen. Also den Vorgänger kann ich nicht empfehlen. Das hier ist eigentlich ganz nett. Und das letzte Spiel heißt Cats. Ja, wie man hier schon ahnen könnte, man muss sich ja auch um eine Katze kümmern. Wenn man ein Katzenbaby halt und... Naja, also dieses wir kümmern uns um ein Katzenbaby ist schon ziemlich langweilig, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, aber irgendwie macht es doch Spaß, denn man kriegt dann halt immer wieder so Aufträge als Katzenfotograf. Und man kann auch so Karten sammeln mit Wissenswertem über Katzen. Das fand ich schon eigentlich immer ziemlich cool, aber ansonsten ist es ein eher langweiligeres Spiel. Ja, genau, und das war's dann auch schon. Mit meiner Nintendo-Spielsammlung. Hier seht ihr nochmal den ganzen Stapel an Spielen. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist leider sehr lang geworden, aber das habe ich mir schon gedacht. Genau, und danke, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, eure Sailor Cat.